Sag mir, was du schon hast. Das ist übrigens ganz wichtig im Leben. Sagt nicht, das habe ich noch nicht. Sagt das, was ihr habt. Weil wenn ich es noch nicht habe, dann ist Gespräch zu Ende. Deine Frage ist also, wie findest du einen Coach? Genau. Ist das richtig? Ja, so umschrieben, ja. Du heißt Maximilian, ne? Maximilian. Maximilian. Wie findest du einen Coach? Weißt du, was du wirklich willst? Baubranche hast du gesagt. Was in der Baubranche? Genau, ich bin in der Tragwerksplanung. Also wir berechnen Häuser, dass die stehen bleiben. Das ist eine gute Voraussetzung. Finde ich auch, ja. Und genau, also so hundertprozentig spezialisiert bin ich noch nicht. War das Ding auch mit Positionierung. Du warst auf Positionierung? War ich, genau. Okay. Bin auch noch aber auf dem Weg dabei, sozusagen die richtige Positionierung genau zu finden. Ja, mach mal nicht, die richtige habe ich noch nicht. Sag mir, was du schon hast. Das ist übrigens ganz wichtig im Leben. Sagt nicht, das habe ich noch nicht. Sagt das, was ihr habt. Weil wenn ich es noch nicht habe, dann ist Gespräch zu Ende. Wenn ich aber schon was habe, können wir weitermachen. Also auch wenn du jetzt jemanden hast, den du um Rat fragen möchtest, sag nicht, habe ich noch nicht. Sag, so weit bin ich gekommen. Kannst du mir für den nächsten Schritt helfen? Habe ich noch nicht, klingt, naja, aber hat sich vielleicht auch gar keine Mühe gemacht. Warum soll ich dem helfen? Okay, also wie weit bist du? Also ich habe meinen Bachelor abgeschlossen, bin jetzt im Masterstudium und will mich mit dem Master eben vertiefen und bin kurz vor der Masterarbeit und suche da eben genau das Thema dafür. Ich bin, wie gesagt, im Hochbau, aktuell im Wohnungsbau, also im Hoch. Ist das deine Leidenschaft bis jetzt? Ja. Ich habe ja nicht gefragt, wo du aktuell bist, sondern wie du bist, wie weit du bist in deiner Suche nach deiner Leidenschaft, nach deiner Positionierung. Ich muss da ein bisschen strenger sein. Das ist absolut gut, ja, ich finde es mega. Ja, gut, da gebe ich Gas. Perfekt. In meiner Leidenschaft, also so hundertprozentig durch bin ich nicht. Also ich weiß nicht hundertprozentig, wie Sie sagen können, ja, ich will Menschen zu, wie du, Entschuldigung, sagst, ich will Menschen zur finanziellen Freiheit bringen. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich sagen kann, ich will genau das machen. Gut, das gebe ich dir einen Rat, den du gar nicht vermutest. Ich komme aber zurück auf das Thema, wie finde ich einen Coach? Aber erst was anderes. Das würde ich jedem sagen wollen, nicht nur dir. Wenn du deine Positionierung noch nicht hast, wirst du immer sagen können, wenn ich sie gefunden habe, meine Positionierung, muss ich zwei Dinge können. Welche zwei Dinge sind das? Egal, was deine Positionierung ist. Was glaubst du? Was musst du immer können im Leben? Hm? Verkaufen! Wie heißt du? Valentina. Valentina. Das war so gut. Verkaufen. Und sie hat es fröhlich gesagt. Andere sagen, so als wenn sie in eine saure Zitrone beißt. Verkaufen. Und was noch? Als zweites, was müssen wir dann können? Immer, 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 immer führen. Das heißt, Maximilian, wenn du nicht weißt, wann du deine Positionierung endlich haben wirst, bitte ich dich erstmal grundsätzlich, sei geduldig. Okay. Ja. Ja, damit habe ich es bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt schon volljährig bist. Und doch, doch, ich bin 23. Wahnsinn. Siehst aber jünger aus. Nein, okay. Maximilian, ich will was anderes sagen. Ich habe meinen Lebenssinn mit 35 gefunden. Du bist deutlich jünger. Ich habe mit 37 das angefangen. Nur weil es jetzt so vorkommt, als hätte es mich schon immer gegeben, das ist eine Frage des Alters, habe ich trotzdem ziemlich lange gesucht. Aber ich habe mich vorbereitet. Ich habe meinen Coach damals gefragt, was muss ich tun, um reich zu werden. Da sagte, haben wir über Lebenssinn gesprochen, das hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte aus der Scheiße raus, aus der finanziellen. Und er sagte, lernen Sie verkaufen, lernen Sie führen. Und das habe ich 5 Jahre gelernt, von der Picke auf. Ich kann alles verkaufen. Alles. Ich kann führen. Allerdings beim Führen lerne ich jeden Tag dazu. Weil du hörst nie auf, richtig führen zu lernen. Menschen verändern sich, du veränderst dich, die Welt verändert sich. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, suche danach und gleichzeitig bereite dich vor, lern verkaufen und führen. Geh einen Schritt zurück. Wenn jemand seinen Bachelor gemacht hat, will er nicht anfangen zu verkaufen. Geh einen Schritt zurück, das nennt man Anlauf nehmen und geh, ich meine das ernst, geh 2 Jahre irgendwo verkaufen.
Okay. Ja. Wirst du wahrscheinlich nicht machen, weil ich hätte es nicht gemacht, wenn ich die Not nicht gehabt hätte und mein Coach gesagt hätte, das verlangt er aber von mir. Deswegen, ja, aber wenn du es machst, bist du weiser, als ich es damals war, und dann wird es dir ein Leben lang helfen. Die Menschen, die nicht verkaufen können, die entlarvst du immer. Und es wird in jeder Situation darauf ankommen, dass du verkaufen kannst. Deinem Partner, deinen Kindern, dass sie jetzt ins Bett gehen und dass sie verkaufen lernen. Dass deinen Mitarbeitern, deinem Chef, wenn du einen hast, deinen Kunden, deinen Kollegen. Du musst immer verkaufen und führen sowieso. Und führen ist dem anderen verkaufen, dass er etwas tut, weil er es möchte. Du kannst nicht führen, ohne zu verkaufen. Sonst haben wir einen Politiker. Ja. Also, hat dir noch nicht deine Frage beantwortet, das ist aber viel wichtiger. Wie findest du einen Coach? Das ist tatsächlich so, du musst dann im Idealfall wissen, was ist deine Positionierung, deine Leidenschaft. Ermittelst dann die drei größten weltweit oder mindestens in Deutschland, die du magst und deren Werk du bewunderst innerhalb deiner Positionierung und wandst dich an die dran. Okay, perfekt. Ja. Wandst dich dran, indem du so viel erfährst über diesen Menschen, dass du einen Vorschlag machen kannst, wenn er dich coachen würde, was du für ihn tun kannst. Und das ist bei sehr erfolgreichen Menschen echt schwierig. Die haben ja alles. Und wenn sie es nicht haben, kaufen sie sich's und haben vielleicht 10 Bedienstete, die es sofort ranschleppen. Dann etwas zu finden, was du dem tun kannst an Gutem, das ist so Aufmerksamkeit erheischend, dass der sagt, oh, da hat aber einer richtig nachgedacht. Der Vorschlag kann scheiße sein. Es geht darum, mit wie viel Überzeugung du es erzählst und auch sagst, so viel Mühe hat es dich gemacht, da drauf zu kommen. Und selbst wenn er sagt, das kannst du nicht wissen, aber genau das habe ich schon, freut er sich, wenn du es mit Begeisterung ihm verkaufst. Verkaufst. Das ist der Weg, den ich dir anbieten kann. Ist das ein leichter Weg? Nein, die meisten von uns hoffen, dass wir irgendeinen Coach haben, finden, der sagt, oh komm, dir helfe ich jetzt mal unter die Arme. Du siehst so, ne, schwächlich sieht er nicht aus, oder falsch. Aber du siehst so aus, als brauchst du Hilfe. Und das Leben war, hat so gut mit mir gemeint. Jetzt möchte ich, dass es das genauso gut. Das ist alles Quatsch. Das kannst du in Grimms Märchen nicht mal finden. Ja, bereite dich vor. Suche und gleichzeitig verkaufen, führen, lernen. Und wenn du dann gefunden hast, dann suche den Coach. So, wenn du 3, maximal 5 ins Auge fasst, dann hast du denjenigen welchen. Bis dahin such dir einen, von dem du verkaufen und führen lernst, wenn du willst. Also auch einen Coach sozusagen für Verkaufen und Führen. Bitte? Also auch einen Coach suchen für Verkaufen und Führen oder ja, einfach jetzt ja, nennen? Ja, jemand, der das kann. Guck mal, Nermin, mein Partner, hat seinem Sohn verkauft. Hat er das erzählt? Hat er erzählt, ja. Ist das nicht krass? Nach Dubai auf Englisch, Kaltakquise? Wie krass ist das denn? Ja, aber so beginnen Erfolgsstories. Cool, oder? Voll, ja. So, jetzt hast du so einen Vater, der dich dahin schickt? Nee. Da musst du dein eigener Vater sein. Okay. Und dich selber dahin schicken. Ja, du kannst das. Die Frage ist, wie sehr willst du das? Nochmal, du bist nicht alt und in diesem conventional wisdom, wir nennen das so dieses Schulkluge, ist es völlig klar, dass du jetzt endlich nach all dieser langen Ausbildungszeit dir einen hochdotierten Job besorgst. Ja, das ist eine Falle, vergiss es. Ja, du bist jung. Du bist praktisch, in meinen Augen, praktisch noch ein Kind. Spiel rum, lern was kennen, lern verkaufen, führen, finde deine Leidenschaft, dann hast du das Fundament und bang,